Guten Morgen, liebe Leute, es ist 12 Uhr und 13 Uhr, ja, nicht mal ganz guten Morgen. Es war heute Morgen nicht so toll und ich habe mich jetzt entschlossen, bei wunderschönem Sonnenschein doch noch eine Route zu gehen. Und zwar weiß ich noch nicht, ob ich 7 Kilometer gehe oder 14 Kilometer, wie das Gelände so ist. Ich gehe einfach mal los, schau mir mal den Weg an und jetzt geht's los. Jo, ich habe irgendwie nicht so richtig Bock, in so einer Hütte hier zu schlafen. Deshalb gucke ich mal, wie sich der Weg entwickelt. Wir haben einmal diesen Weg hier, den blauen, der geht einmal rundum. Bis hierhin sind es, glaube ich, 7 Kilometer. Also werden das zurück auch nochmal so in etwa 7 sein. Entweder gehe ich den komplett oder ich schaue mir einfach mal an, wie es aussieht, wenn ich den hier lang gehe. Und dann vielleicht diese Naturpfad hier mitnehme und dann hier zurückgehe. Sollte innerhalb ein paar Stunden problemlos möglich sein. Und wir gehen jetzt mal los, ich nehme euch mit. Willkommen an der ersten Kreuzung, nehmen wir jetzt den Weg hier, der uns ein bisschen in die Pampas führt. Ah, das fängt ja schon mal mit einem super mega entspannten Trampelpfad hier an. Wenn der ganze Weg so geht, dann ist es aber schnell gegangen. Hey! Und nach gefühlten Kilometer führt der Weg wieder in den Wald. Kommt hier halt schön im Gebiet mit Heidelbeeren, Blaubeeren und solchen schönen Heidegewächsen überall. Wir lernen ja immer gerne dazu, ne? Ich auch. Ich mache das jetzt das allererste Mal. Und zwar kann man in der Natur ja auch Bäume essen. Was? Bäume essen? Und ich habe letztens schon mal Birke probiert und Kiefernknospen. Was man aber auch essen kann, ist von Fichten und Tannen, also von den grünen Pflanzen hier, ne? Außer von Eiben, da muss man vorsichtig sein, aber sonst Kiefer, Tannen ist ja eigentlich das, erkennt man ja eigentlich. Kann man die. Cool. Diese Spitzen essen. Boah, ich merke, das ist nicht sauer. So, und wie war das, wenn kein Dings dran ist? Ist es eine Tanne und wenn es eine Kiefer, nee, eine Fichte ist, dann ist ein Äffchen dran, ein Fähnchen oder so. Oder irgendwie ähnlich. Also, die sind sehr herb. Da fand ich die Kiefern letztens. Ja, die Kiefernknospen. Die fand ich da ein bisschen, obwohl ist beides nicht schlecht. Also das schmeckt eher so, erinnert so ein bisschen an Zitronengemüse, wenn es sowas gibt. Und die Kiefer letztens, die war eher wie so nussartig, so ein bisschen. Weil die irgendwie so, ja, ein bisschen saftiger und ein bisschen harzig war. Das hat sich fast so ein bisschen angeschmeckt, wie als wenn man so eine kleine Nuss isst. Ja.
ersten Abzweig hier vorne angekommen und eigentlich würde ich den rechten Weg nehmen, hier außenrum ein bisschen weiter. Aber der linke ist so schön hier vorne mit so Holzbohlen ausgelegt. Das finde ich total super. Und deshalb gehe ich den etwas kürzeren, weil ich gerne über diese Holzbohlen hier gehen möchte. Wer weiß, ob es die beim anderen Weg auch gibt. Und abgesehen davon führt er mich auch auf den anderen Weg, der dann außenrum führt, den ich gehen möchte. Jetzt nach Hawaii bin ich in einem Gebiet angekommen, wo es hier ja, viel sumpfiger und mooriger ist. Und so ein flaches Gebiet und der ganze Boden ist matschig. Und ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, bis die ganzen Blaubeeren und Preiselbeeren hier endlich reif sind. Weil so leicht rot werden sie schon. Mann, das wird super. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Schweden war, dass ich überall lang gegangen bin und ich habe so viele Beeren gehabt. Teilweise habe ich mir ganze Johannisbeerbüsche an der Straße, die hingen voll mit dunkelroten Beeren, habe ich mir abgepflückt und mitgenommen. Ich hatte gar keine Zeit, so viele Beeren zu pflücken. Also da waren so viele, das war total super und lecker. Und man spart Geld und es ist gesund. Und ich komme jetzt am ersten Teil meiner größeren Reise an, bei so einer kleinen Hütte hier. Und ja, hier kann man die Nacht bleiben. Hier ist eine Feuerstelle. Schaut es euch einfach selber mal an. Ich bin jetzt am Mittelpunkt meiner Reise hier angekommen. Und zwar sind wir jetzt hier vorne bei der Hütte. Das heißt, ich bin jetzt hier lang gegangen, hier rum, innen rum, da lang. Bin jetzt hier. Da drüben ist auch eine Hütte. Ich werde jetzt meine Wanderung fortsetzen und zwar gehe ich hier lang, sehr wahrscheinlich denke ich immer, und hier durch dieses Gebiet zurück und dann hier den Weg wieder runter zurück zum Parkplatz. Und wenn der Wind hier lang zieht, dann wird es richtig frisch. Du. Und da vorne ist eine Hütte voller Holz. Erstmal ist daneben diese andere Hütte, wo man übernachten kann. Und rechts daneben ist noch eine. Da ist ja riesengroß. Viel Holz. Ich weiß nicht, ob man hier auch im Winter lang kann. Also mit Skiern. Vielleicht wird das ja auch genutzt. Jetzt sind eben ein paar Wanderer an mir vorbeigegangen. Natürlich mit fetten Schuhen. Mit fettem Schuhwerk. Und jetzt bade ich erstmal einen kleinen Moment, damit die Parfümspur zur Seite zieht. Ich weiß auch nicht, wie man das hier in der Natur braucht. Finde ich auch nicht so toll, wenn die dann in die Seen baden gehen da und das Ganze abwaschen. Nee. Ich bin gerade auf diesem Naturpfad hier. Die ist total schön, so ganz ruhig. Ich sitze einfach nur, genieße die Sonne. Da oben. Und mein Blick ist nach da gerichtet.
Biber gibt es hier auch. Und hier hat wohl der Frühling alles ordentlich überschwemmt. Zumindest das Holz ist sicher. Langsam werde ich ein bisschen müde. Aber es sind ja auch nur noch 3 Kilometer oder so. Die ich jetzt beim Auto bin, habe ich aber noch was Leckeres vorbereitet. Kopfschmerzen bekommen in letzter Zeit, also in den letzten Stunden oder so. Oh, ich weiß nicht. Ich freue mich jetzt, wenn ich beim Auto bin dann. Und zwar habe ich mir heute Morgen noch vorbereitet. Also ich habe mir morgen schon mal gemacht und jetzt ist es übrig. Von etwas Polenta mit Tomaten. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und dann lege ich mich hin, weil mein Kopf Kopfschmerzen. Hier geht es jetzt etwas besser und ich habe rausgefunden, woran es lag, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe, und zwar am kalten Wind, kalten Nacken irgendwie, ja, war das wohl nie im Schatten zu kalt, zu windig. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen nach oben, hinterlasst einen Kommentar und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns das nächste Mal.